Syrien, ein Land am Abgrund. Mehr als 250.000 Opfer hat der Krieg bereits gekostet. Millionen haben ihre Heimat verlassen und sind auf der Flucht. Auch ein Deutscher kämpft gegen den IS. Er nennt sich Cihan Kendal. Früher in Deutschland war der 26-Jährige in der Antifa und autonomen Szene unterwegs. Er ist Überzeugungstäter. Jeder Mensch, der von sich behaupten will, dass er auf der Grundlage seines Gewissens sein Leben führt, kann ich tatenlos zuschauen, wenn man den Krieg in Rojava, besonders wenn man die Kriegsführung von Daesh, insbesondere gegen Zivilisten, anschaut. Es ist tatsächlich die Pflicht eines jeden Menschen, dagegen einzugehen. Cihan kommt aus dem Saarland. Sein neues Leben an der Front ist bescheiden und entbehrungsreich. Linsen. Linsen habe ich in Deutschland gehasst. Das hier sind so eine Art Nudeln, die wir im Reis benutzen. Er ist Kommandeur einer 15-Mann starken Einheit. Vor 3 Jahren hatte er sich entschlossen, nach Kurdistan zu gehen. Ich war in Deutschland weder in der Armee, noch habe ich sonst anderswo militärische Erfahrungen gemacht. Also der bewaffnete Kampf mit der Waffe in der Hand, in diesem Sinne war es für mich etwas Neues. Nach dem Abitur absolvierte Cihan ein freiwilliges soziales Jahr in einer Kita in Hamburg. Jetzt leitet er in einem ehemaligen Getreidespeicher die militärische Ausbildung. Jetzt müsst ihr laufen. Nach vorne gehen und die Position einnehmen. 50 Kilometer sind es von hier bis zur IS-Hochburg Raqqa. Irgendwann werden die Kurden angreifen. Wenn man in einer Operation oder in einem Krieg erst überlegt, muss ich jetzt hierhin gehen oder dahin, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann kriegst du sofort eine Kugel ab und bist weg. Im Saarland zurückgelassen hat Cihan seine Mutter und den 12-jährigen Bruder. Ob er je zurückkehrt, ist unklar. Eine Botschaft in die Heimat. Geliebte Mama, geliebte Familie, wie ihr sehen könnt, mein Haus, meine Wohnung ist ganz hübsch geworden. Wir haben das vor ein paar Wochen neu aufgebaut hier. Seid sicher, dass es mir gut geht, dass ich sehr zufrieden bin mit dem, was ich tue. Und macht euch nicht so viele Sorgen. Ich kann auf mich ganz gut aufpassen. Zurück zu dem Stützpunkt, der vor 2 Tagen vom IS angegriffen wurde. Die JPG bekommt heute Verstärkung von Kämpfern der Fraueneinheit. Im Visier der Kurden eine lose Häuseransammlung, ein paar hundert Meter von der Basis entfernt. Gestern haben die uns angegriffen. Wir haben 12 von ihnen getötet. Und heute schlagen wir nochmal zurück. Wir starten eine Operation. Da hinten in den Häusern könnten sich einige von ihnen noch verschanzt haben. Mit einer Kameradrohne dokumentieren wir den Angriff. Eine Handvoll Kämpfer stürmt im Laufschritt auf die Stellung zu. Ein Panzerwagen unterstützt die Truppe. Es kommt zu einem Feuergefecht. Die Islamisten schießen mit Mörsern zurück. Sie müssen vorsichtig sein. Dann kommen die ersten Männer zurück. Einen mutmaßlichen Islamisten haben sie überwältigt und ihm Waffe und Rucksack abgenommen. Der hat nicht mal gekämpft. Ich glaube, das ist was gegen Blutung. Ein Medikament gegen Blutung. Nein, 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 das ist es nicht. Das ist etwas, das sie gegen die Schmerzen nehmen. Auch der Panzerwagen, Marke Eigenbau, ist unversehrt zurück im Camp. Sie haben überall Landminen platziert. Alles ist voller Minen. Aber wir waren vorsichtig und haben uns langsam vorgearbeitet. Bei der Rückeroberung der verlorenen Gebiete besonders wichtig, die Region um die Stadt Ain Issa.
Sie liegt an einer der wichtigsten Straßenverbindungen zwischen dem syrischen Aleppo im Westen und dem irakischen Mossul im Osten. Die monatelangen Kämpfe haben die Gegend in ein Trümmerfeld verwandelt. Einst war es die Heimat für Zehntausende. Jetzt ist es bis auf Weiteres unbewohnbar. Wir sind wieder mit dem Kurdenkommandeur Hawar Rubal unterwegs. Diesmal geht es in die Stadt Ain Issa. Es ist so etwas wie eine Geisterstadt. Niemand lebt mehr dort. Es ist sehr gefährlich. Es gibt dort sehr viele Minen. Ain Issa hatte früher 7000 Einwohner. Jetzt ist die Stadt für Zivilisten eine verbotene Zone. Die Islamisten haben das Gebiet bei ihrem Rückzug vermint. Die Fahne hier haben wir bei der Luftwaffenbasis gefunden. Hier etwas außerhalb der Stadt. Das war mal ihr Kommunikationsstützpunkt. So wie Ain Issa sehen auch viele der benachbarten Orte aus. Hunderte Zivilisten wurden hier nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen getötet. Dieses Gebäude war offenbar das Hauptquartier des IS. Diese Karte hier zeigt Kobane. Das sind die Koordinaten der Stadt. Die Islamisten haben ihre Angriffspläne mit Hilfe dieser Karten gemacht. Gegenüber eine ehemalige Garage voller Todesfallen. Eine Annäherung ist lebensgefährlich. Nicht so nah ran. Eine Mine hat ungefähr 10 Kilo TNT. Das reicht aus, um das ganze Gebäude in die Luft zu sprengen. Aber das hier sind 3 Stück. Die sind sehr effektiv. Alles explodiert im Umkreis von 40, 50 Metern. Der Tod lauert in Syrien hinter jeder Ecke. Der Krieg zerstört das Land jeden Tag ein bisschen mehr. Ein Leben in Sicherheit. Nie schien es weiter entfernt.